Mit dem Wegzug von der Infanterie-Rekrutenschule aus der Stadt Zürich auf den neuen Waffenplatz Reppistal ist das alte Kasernenareal an der Sihl im Kreis 4 frei geworden und soll jetzt einem neuen Verwendungszweck zugeführt werden. Für das beantragt der Kantonsrat der Stimmberechtigten einen Kredit von 71,6 Millionen Franken. Das Zürcher Kasernenareal soll in Zukunft der Bevölkerung und der kantonalen Verwaltung zur Verfügung stehen. Darum soll ein Teil im Baurecht an die Stadt abgetreten werden. In den Stallungen an der Sihl und am Schanzengraben sollen die Schauspielakademie und das Kulturzentrum für freie Kunstschaffende Einzug halten können. Der ehemalige Exerzierplatz soll ein öffentlicher Park werden. In den Zeughäusern 1 bis 4 will die Stadt ein Raumprogramm realisieren. Gedacht wird dabei an Möglichkeiten wie eine Jugend- und Familienherberge, Künstlerateliers, Sportlertreff, Ausstellungs-, Musikübungs-, Versammlungsclub oder auch Wohnräume und vieles andere mehr. Die Kreditvorlage vom Wochenende betrifft aber den kantonalen Teil des Geländes. Militärkaserne, das Zeughaus 5 und Polizeikaserne. Weil die Kantonspolizei seit langem mit akuten Platzproblemen kämpft und ihre Dienststellen in nicht weniger als 10 verschiedenen Mietliegenschaften untergebracht sind, bietet das Kasernenareal eine Möglichkeit zur Zentralisierung. Weil auch die städtische Kriminalpolizei, die kantonale Fremdenpolizei, die Koordinationsstelle für Gesamtverteidigung, Felddivision 6 und die kantonale Wirtschaftsabteilung dringend Räumlichkeiten brauchen, soll die bisherige Militärkaserne die Bedürfnisse abdecken. Daneben sollen 20% der Bruttofläche öffentlich genutzt werden können. Die Kosten für das sind allerdings in der Vorlage nicht enthalten. Die öffentliche Nutzung betrifft ausschließlich das Erdgeschoss. In den oberen Stockwerken sollen die Büros für die verschiedenen Amtsstellen eingerichtet werden. Im Dachgeschoss Schlaf- und Aufenthaltsräume von der Sicherheitspolizei sowie Schulungs- und Nebenräume. Wo heute an der Zeughausstrasse Werkstattgebäude stehen, soll ein Anbau zur Polizeikaserne erstellt werden. Auch ein abgesenkter offener Werkhof ist vorgesehen. Nordwestlich davon sollen unterirdische Einstellhallen für 350 Personenwagen und 70 Grossfahrzeuge erstellt werden. Das alles zur Nutzung durch Kantonspolizei. Primär ebenfalls für Kantonspolizei soll das Zeughaus 5 umgebaut werden. Geplant sind 2 kleine Spiel- und Geräthallen und ein Judo-Raum. Die Sportmöglichkeiten sollen am Abend aber auch der Quartierbevölkerung zur Verfügung stehen können. Der Kredit von 71,6 Millionen bezieht sich lediglich auf den Um- und Neubau. Weitere 46,5 Millionen, die für dringende Sanierungsarbeiten notwendig sind, sollen vom Kantonsrat direkt über den Voranschlag bereitgestellt werden. Das Prozedere hat Kritiker zu einer staatsrechtlichen Beschwerde veranlasst. Sie sind der Meinung, dass die gesamte Summe von 118 Millionen Franken vors Volk gehöre. Die Beschwerde ist aber abgelehnt worden. Neben den zahlreichen Befürwortern dieser Vorlage wird aber auch in die Diskussion eingebracht, dass die letzte grosse Fläche in der Stadt Zürich besser genutzt werden sollte, als das jetzt mit dem Projekt vorgeschlagen wird. Vielleicht auch ein Grund, die Abstimmungsvorlage genau zu studieren, damit man am Wochenende mit Überzeugung Ja oder Nein stimmen kann.